Ich halte zum Beispiel gar nichts von Personal Branding Strategien, ja, die man sich irgendwie aufbaut fürs nächste Jahr, was man so, also ich glaube immer, man wächst halt selber mit der Personal Brand, ja. Also das kann sich immer verändern und das sagt ja auch schon das Wort, das ist halt was Persönliches, ja. Also es geht um dich, ja, aber du veränderst dich ja auch. Willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer. Mein Name ist Julie. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist bei deinem Podcast rund um die Themen Business, Spiritualität, Freundschaft und Dingen, die Welt ein Stück weit schöner machen. Unser heutiger Gast ist die liebe Henrike Redeker. Mit ihr werde ich heute sprechen über das Thema PR, Sichtbarkeit, Netzwerken und vor allem, wieso Frauen dabei bei ihr im Fokus stehen. Und ich freue mich ganz, ganz toll, dass du heute dabei bist, Henrike. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, liebe Julie. Ich freue mich auch total. Oh, schön. Henrike ist in Berlin. Ich möchte dich kurz ein bisschen vorstellen für diejenigen, die dich so gar nicht kennen, damit sie so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wer du eigentlich bist. Ich habe schon ein bisschen was angekündigt. Du bist PR-Beraterin mit dem Fokus auf Frauen und Organisationen, die irgendwie was mit Frauen zu tun haben, in irgendeiner Weise. Warum das so ist, erzählst du uns nachher auf jeden Fall. Du unterstützt Frauen dabei, ihre Mission sichtbar zu machen. Und du bist auch Mitgründerin von The Her Club, einer Inspirationsplattform, auch für Frauen. Gleichzeitig bist du auch noch Mentorin. Und du singst in einem Frauenchor, nämlich den grölenden Girls in Berlin, wenn nicht gerade Corona ist. Genau, ich habe schon angekündigt, Berlin, das heißt, daher kennen wir uns auch. Und ich schätze dich und deine Arbeit sehr, wie du weißt, und finde es einfach großartig, dass wir das Thema heute hier haben, weil ich weiß, dass auch wenn wir über Frauen sprechen, dass es eigentlich für jeder Mann auch ein sehr, sehr relevantes Thema ist. Und ich bin mir sicher, dass wenn die Männer jetzt denken, oh wei, es geht nur um Frauen, ihr dürft dabei bleiben, oder? Denn es sind unbedingt, sicherlich unbedingt für sie dabei. Solange sie die Frauen unterstützen, müssen wir noch sagen. Ne? Meine Liebe, genau. Du weißt ja, dass ich immer gerne auch die Menschen so ein bisschen kennenlernen möchte, die tolle Ideen haben. Du bist selbstständig und sehr umtriebig im positiven Sinne gesagt, was deine Business-Projekte angeht. Wie bist du denn eigentlich zu PR gekommen? Also das ist ja jetzt nichts, du kommst von der Schule weg und sagst, ich werde PR-Beraterin. Oder wie war das bei dir? Erzähl doch ein bisschen was zu dir. Wie bist du dazu gekommen? Ja, super gerne. Das ist eigentlich auch schon ein total gutes Intro, was du jetzt gemacht hast. Man kommt ja nicht von der Schule und wird direkt PR-Beraterin. Bei uns war es tatsächlich so in der Abschlussklasse war immer so, ja, was willst du machen? Ne? Gab es natürlich verschiedene Vorstellungen. Bei mir haben sie immer gesagt, MMM, Medien, Mode, Marketing. Ja, das war irgendwie so, das war so das Stichwort für mich. Und ich habe dann nach der Schule so ein bisschen geguckt, habe mir gedacht, so, also Modejournalismus wäre irgendwie super interessant, zu einer Zeitschrift zu gehen. Ne? Damals bei Brigitte Young Miss, The Hot Shit, ja, die gibt es inzwischen leider gar nicht mehr. Dafür gibt es viele andere tolle Zeitschriften. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert, wie man irgendwie so da hinkommt, ne, was man dafür braucht, und habe dann mich an der AMD beworben, habe da auch einen Studienplatz bekommen, und im Vorfeld sollte ich nochmal ein Praktikum machen, was irgendwie mit Mode, Medien im weitesten Sinn zu tun hat, und bin dann durch Zufall auf eine PR-Agentur gestoßen, weil die beiden Gründerinnen auch auf der Uni waren. Und da habe ich dann erstmal gesehen, okay, krass, es gibt eine Schnittstelle zwischen Unternehmen und Menschen und Marken und Brands und den Medien, den Zeitschriften. Und das ist halt diese PR-Agentur, die verschiedene Kunden betreuen, die Texte schreiben, die sich viel mit Kollektionen im Modebereich auseinandersetzen. Und fand das super spannend und dachte so, okay, das versuche ich. Und da bin ich auch bei geblieben. Und seitdem mache ich das und habe mich über verschiedene Agenturen jetzt bis zur Selbstständigkeit durchgehangelt. Du sagst das so ein bisschen bescheiden, meine Liebe. Vor vielen Jahren sprechen wir hier, dass du das machst. Ja, also dieses Praktikum habe ich vor 20 Jahren gemacht. Genau.
Es ist schon ein bisschen länger her. Genau, also schon vor meinem Studium und nach dem Studium habe ich dann auch weiter in PR-Agenturen gearbeitet, war auch in New York, in einer PR-Agentur und habe da zum ersten Mal Berührung gehabt mit Celebrity-PR, was wiederum jetzt eine große Rolle für mich spielt. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Genau, und war dann lange aber auch in einer Agentur, 12 Jahre lang in der gleichen Agentur, was für die Branche, ja, weiß ich jetzt, für vielleicht auch selten ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich mir war Sicherheit immer total wichtig, ne? Dass ich irgendwie ein gutes Umfeld habe, mich da wohlfühle und ich hatte da irgendwie ein tolles Team, tolle Mentorin und habe mich da total, total gut aufgehoben gefühlt und bin da lange geblieben, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Für mich bist du eine absolute PR-Expertin, also einmal, weil du seit so vielen Jahren in der Branche bist, aber damit kommt natürlich nicht nur so ein Erfahrungsschatz, sondern du hast auch die Entwicklung von PR beobachtet. Ne? Du hast gerade eben angesprochen, PR, Celebrity PR, was jetzt auch so langsam nach Deutschland schwappt. Vielleicht machen wir es mal so ganz basic. Was ist eigentlich PR? Für diejenigen, die sagen, ja, was ist es denn überhaupt? Vielleicht gibst du uns mal so eine kurze Definition. Ja, sehr gerne. Also PR, habe ich ja eben schon mal gesagt, ist die Schnittstelle zwischen Medien und das können Zeitschriften sein, das können Podcasts sein, das können Social-Media-Formate sein, das können Konferenzen sein, also alles, was in der Öffentlichkeit ist, alles, was sozusagen nach draußen geht und halt einer Marke oder einer Person, ja. Und PR bedeutet, ist auch ein Teil vom Marketing-Mix, also von Werbung und so weiter, ja. PR ist aber immer was so eine Empfehlung ist, ja. Also ich als PR-Beraterin empfehle meine Kundinnen an die Medien, ja. Also ich nenne das auch immer so ein bisschen Empfehlungsmanagement, dass ich halt dazwischen stehe und vielleicht jetzt eine Brand, die jetzt gar nicht weiß, wie sie überhaupt an die Medien rantreten soll oder auch eine Kundin, eine Frau, die jetzt auch vielleicht denkt, ah, ich weiß jetzt gar nicht, was ich denen irgendwie auch erzählen soll, ne? Dass man dann als PR dazwischen steht und ja die Türen öffnet, ne? Und sich da dann Gehör verschafft und dann jemanden in der Zeitschrift platziert, für ein Interview platziert, genau. Und du hast das ja vor allem in der Agentur sehr viele Jahre gemacht für Produkte, richtig? Genau, also ich habe klassische Mode-PR eigentlich damit angefangen und da geht es wirklich sehr, sehr viel um Produkte, also dass man Kollektionen in Showrooms hängen hat und die einzelnen Kollektionsteile auch an die Redaktionen schickt, damit die damit Shootings machen können, damit sie das fotografieren können. Man schickt auch manchmal Bildmaterial raus und damit habe ich angefangen. Dann habe ich aber auch Automotive gemacht, also viele Automarken, ja, Beverages, Beauty, Sport, auch viele Sachen, also hatte irgendwie so alles einmal auf dem Tisch liegen und da geht es hauptsächlich um die Produkte, aber es war schon immer so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein toller Designer bei einer Marke gearbeitet hat oder es der Geschäftsführer was Besonderes gemacht hat, ne, dass man die dann auch mit platziert hat oder früher, das kennt man jetzt auch heute noch aus den Zeitschriften, dass manche Marken ganz tolle Testimonials haben, ja, also aus dem Ausland, aber auch deutsche Schauspieler, Celebrities, dass man zum Beispiel mit denen auch Interviews platziert hat, die dann sozusagen als Spokesperson rausgehen für eine bestimmte Marke. Und das hat sich ja ein bisschen verändert jetzt in den letzten Jahren. Erzähl doch mal, was so hat es sich verändert? Was hast du da in dir gespürt und wie kamst du zu diesem Shift? Wir sind relativ schnell in dieses Ups und da war ich selbstständig und ja, und jetzt bin ich da. Mach uns das mal so ein bisschen ausführlicher, mal das mal so ein bisschen aus. Ich habe, also der Schlüsselmoment für mich war eigentlich, ich habe vor 5 Jahren für Refinery 29 gearbeitet. Das ist ein Medienunternehmen, was in Amerika gegründet worden ist, dann in Deutschland gelauncht hat. Die habe ich mit begleitet und da dachte ich halt zuerst, okay, was machst du jetzt mit einem Medienunternehmen, was du in die Medien bringen sollst? Ne? Und das kam natürlich dann auch mein Ansprechpartner in New York, jemand gesagt, so, ja, wir haben halt coole Leute bei uns sitzen. Ne? Unter anderem war das damals die Claudia Zakrocki, mit der ich jetzt immer noch sehr eng verbunden bin und zusammenarbeite, die als Gesicht für die Brand rausgegangen ist. Und mit ihr war ich viel auf Konferenzen oder habe sie auch für Interviews platziert. Um ja ihre Expertise einfach weiterzugeben. Und da bin ich dann so ein bisschen da reingerutscht, habe halt geguckt, was es so gibt und was auch so los ist und da auch gesehen, dass halt
gerade auch bei Firmen, die jetzt auch Startups, ja, die frisch gegründet sind, ja, dass da halt auch viel die Story von den Gründerinnen oder von den Gründern im Fokus steht, weil es einfach super spannend ist, so einen Lebensweg mitzubekommen, zu hören, zu lesen darüber, als Inspiration für sich auch zu nehmen. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr dahin gewandelt, dass das halt viel mehr gemacht wird. Ja? Also dass viel mehr die Person im Vordergrund steht. Und ich sage mir den Unterschied, es gibt so die Produkt-PR und die personenbezogene PR. Und darauf habe ich mich jetzt auch so spezialisiert. Ja? Dass halt, dass ich Frauen, mein Fokus liegt auf Frauen oder Organisationen, die was mit Frauen zu tun haben, wie du es auch schon vorhin so schön gesagt hast, die halt zu unterstützen und im PR-Bereich zu supporten. Mhm. Und ich würde gerne noch mal zu dem Punkt, bevor wir darüber sprechen, wieso der Fokus auf Frauen. Mhm. Als du dich selbstständig gemacht hast, du hast vorhin gesagt, Sicherheit ist dir sehr wichtig. Ne? Also du bist ein sicherheitsbedürftiger Mensch, Risikoaffinität zu tun oder vielleicht erst mal nach so vielen Jahren in einem Angestelltenverhältnis ein Sprung ins Wasser. Wie war das für dich? Also die Agentur, in der ich gearbeitet habe, die wurde geschlossen. Also ich hatte auch nicht so richtig eine Wahl, was jetzt so danach kommt. Ich musste mir was überlegen. Ne? Für mich war aber klar, dass ich eigentlich nicht in eine andere Agentur möchte. Und ich bin, habe dann klar musste mich natürlich arbeitslos melden. Ne? Und habe dann Glück gehabt, weiß ich nicht, einen super tollen Coach gehabt und habe da gesagt, dass ich mich gerne selbstständig machen würde. Und der hat mich dann so durch diesen Prozess begleitet, was für mich total super war, weil ich einfach in so ein, ja, wie so ein Sicherheitsnetz gefallen bin. Ja, ich hatte Menschen an meiner Seite, die mir jetzt offiziell zugeteilt worden sind, aber die ich auch so in meinem Umfeld hatte, die mich sehr empowert haben, dass es irgendwie ein guter Weg ist und dass ich das auch machen kann. Und das war für mich die beste Lösung, ja, dass ich das so machen konnte. Hast du irgendwann mal an dir gezweifelt? Hast du gedacht, oh Mensch, nee, es ist mir alles viel zu kompliziert, ich gehe wieder zurück und arbeite bei einer großen Agentur? Alle werden dich mit Sicherheit mit Kusshand nehmen? Oder war für dich irgendwie so ein, nee, ich will jetzt selbst was kreieren? Das Gestalten war das sehr wichtig. Also als ich diesen Schritt gemacht habe, war das für mich klar, dass ich das weitermachen möchte. Also dieses Gefühl, wenn man lange fest angestellt ist, ja immer nur so das vom Hörensagen kennt, wie toll das ist, selbstständig zu arbeiten und wie frei man auch ist und wie sehr man auch seinen Tag selber gestalten kann. Da war ich mich Feuer und Flamme für gewesen. Ja, das wollte ich dann unbedingt machen. Und habe dann das ja auch nie daran gezweifelt, dass das genau das Richtige ist. Und desto länger ich es mache, desto cooler finde ich es und desto glücklicher bin ich darüber, dass ich diesen Weg gewählt habe. Okay, und ich finde das so einen wichtigen Punkt, weil es gibt ja viele, die jetzt vielleicht auch zuhören und sagen, okay, ich stehe kurz vor dem Schritt, mich selbstständig machen zu wollen. Das ist das eine. Das andere ist, mich als Personal Brand aufzubauen. Deswegen war es mir auch nochmal wichtig, auch nochmal zu gucken, wie du unterstützt wurdest und dass es vielleicht gar nicht so angstmachend ist, wie viele immer denken, ne? Dass du also auch da in ein gewisses Sicherheitsnetz gefallen bist. Ja, absolut. Also genau, erstmal was mir auch zugeteilt worden ist, was ich gerade gesagt habe, wo wir einfach in einem Land leben, wo das sehr gut geregelt ist, wie ich finde. Ja. Und natürlich auch das Netzwerk, was ich um mich rum habe, ne? Also mit denen ich Selbstständige, mit denen ich schon in Kontakt war, aber auch Festangestellte, die mich dann gesagt haben, so diesen Monat weiß ich jetzt nicht so genau, dann so komm, ich habe jetzt hier noch Budget übrig, ich kann auch jemanden brauchen, du machst jetzt mal einen Monat, kann ich dich jetzt irgendwie dazu buchen? Und da habe ich mich auch, also konnte ich mich auch Gott sei Dank sehr gut auf mein Netzwerk verlassen, ja, dass ich da immer wieder neue Ideen hatte, immer wieder neue Impulse, um was zu realisieren und da in ein weiches Netz zu fallen. Das ist total schön und das ist ja ein Netz, was du dir aufgebaut hast, ne? Und das zeigt also auch die Kontinuität und wie wichtig eben auch Netzwerken ist, was ich eingangs schon als eins unserer Themen genannt habe, was, glaube ich, eine Grundvoraussetzung ist, um Empfehlungsmanagement machen zu können, wie du es eben gesagt hast. Also wenn du niemanden kennst, kannst du auch niemanden irgendwem empfehlen. Du hast ja vorhin gesagt, dass du
bevor wir jetzt so den Fokus setzen, wieso eigentlich Frauen, dass du die personenbezogene PR dann für dich gewählt hast. Wie kam es dazu? Wieso hast du nicht gesagt, ich nehme jetzt einfach alles, was kommt, was ja oft so was ist, wenn man sich das erste Mal selbstständig macht. Wieso ganz klar der Fokus auf personenbezogene PR? Also ganz klar ist es so, dass ich eine Nische haben wollte, ja, wo ich auch eine wirkliche Expertin und eine wirkliche Spezialistin drin sein kann und mir das aufbauen kann. Ich streiche Produkte nicht komplett aus meinem Portfolio, weil es natürlich meine Kundinnen haben eigentlich alle auch irgendwelche Produkte, die sie an den Mann bringen und an die Frau bringen wollen. Deswegen spielt das auch so zusammen. Aber für mich war es tatsächlich wichtig, eine Nische zu finden. Und ich finde es einfach, Geschichten, genauso wie du, auch Geschichten einfach von Menschen zu hören, so wahnsinnig spannend und so wahnsinnig inspirierend. Und finde auch, dass gerade Frauen, da kommen wir gleich nochmal drauf, auch so tolle Lebenswege haben, die immer noch viel zu wenig geteilt werden, ja, die immer noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit stehen und die, glaube ich, für andere eine ganz tolle und wertvolle Impulsgeberin sein können, dass ich da eine ganz klare Marktlücke und Nische für mich gesehen habe, aber auch was, wo ich genau wusste, da habe ich einfach richtig, richtig Bock drauf und das ist irgendwie das Wichtigste, ne? dass man irgendwie richtig Spaß dabei hat und das super gut findet, was man macht. Und deswegen habe ich das so für mich gewählt. Und Frauen, wo kam das her, mehr Sichtbarkeit brauchen und dass es eine große Inspirationsquelle oder Impulsgeberin sein kann für andere Frauen? Aber was war das so in dir, was dich da gerufen hat? Also ich war schon immer so, dass ich sehr darauf geachtet habe, wie es so den Frauen um mich herum geht, glaube ich. Ich glaube, wir sind auch in unserer Familie auch ein sehr starkes Frauennetzwerk, also von meiner Oma mit ihren Schwestern über meine Mutter und meine Tante, über meine Schwestern und mich. Ja, wir sind irgendwie sehr auch miteinander verbunden und meine Cousinen, also wir sind untereinander, reden sehr, sehr viel und unterstützen uns sehr, sehr viel. Damit bin ich einfach groß geworden, dass das halt wichtig ist, sich als Frauen auch zu supporten. Und dann war es tatsächlich so, dass ich es einfach beobachtet habe, ja, wenn ich in den letzten Jahren dann auf so einer großen Konferenz war, dass da oft Frauen, also erst wenig Frauen erstmal da sind, dann werden Frauen oft auf die Bühnen gesetzt und sind dann eher so die Frauen, die jetzt da irgendwie die Quote hochhalten. Und die aber vielleicht gar nicht so eine richtige Begleitung haben oder gar nicht jemanden wie mich an ihrer Seite haben, der sie unterstützt, der mit ihnen dahin geht, der sie vorbereitet, der sie coacht, der ihnen Tipps gibt, der auch vielleicht mal die Handtasche hält, ja, wenn es auf der Bühne irgendwie nicht passt. Ja. Also es sind halt alles so kleine Sachen, die mir halt aufgefallen sind. Und dann kommen wir halt wiederum zu der Nische, die ich damit auch dann gefunden habe. Ne. Es war halt was mich sehr tief aus dem Herzen schon immer bewegt hat und es passt halt einfach perfekt. Ist das so all das, was es umfasst, wenn du deine Kundinnen betreust? Und was gibt es noch on top, wo man sich vorstellen muss, wie das aussieht, wenn du als PR-Beraterin eine Kundin begleitest? Also ich bin auf jeden Fall eine Sparringspartnerin in allen Fragen, wie sie in der Öffentlichkeit sich selber darstellen. Alles, was es da gibt, da unterstütze ich und darüber sprechen wir ganz viel. Dann finde ich auch super wichtig, dass man nochmal, auch um nach außen zu gehen, nochmal seine Vision ganz klar formuliert und auch seine Mission, ja, dass man da wirklich in kurzen, knackigen Sätzen das schnell beantworten kann und damit da irgendwie gut vorbereitet ist. Dann entwickeln wir auch ganz viel Talking Points, ja, über was will ich reden, über was kann ich reden, was sind vielleicht die wichtigen Sachen, die ich nach außen tragen möchte, dass man da einfach auch auf was zurückgreifen kann, was man immer quasi in der Hosentasche hat, um damit nach draußen zu gehen. Dann, wie gesagt, platziere ich aktiv ganz viel und schreibe ganz viele Medien an, recherchiere auch wahnsinnig viel, was es für neue Sachen gibt. Das gibt neue Magazine, die entstehen, neue Podcasts, neue Blogs. Ich finde auch, wie gesagt, Social-Media-Formate super spannend. Und da geht es nicht um die eigenen Kanäle, ne? Also nicht,
das, was ich selber poste, sondern wenn zum Beispiel ein Magazin oder irgendjemand ein Social-Media-Format hat, dass ich meine Kundin dann darin platziere. Also ich arbeite wirklich nur für die externen Medien quasi und nicht für die eigenen Kanäle. Genau, und also das mache ich viel Talking Points, dann klar auch gerade, wenn es so um Interviews geht, was sind jetzt die richtigen Antworten, was soll ich jetzt nach außen gehen, dann überlegen, was könnten auch die nächsten Botschaften sein, wenn jetzt zum Beispiel eine Gründungsgeschichte erzählt ist, was kommt dann als nächstes, ja, was sind die nächsten Themen, da zu gucken, wo man sich da irgendwie auch positionieren möchte oder was ich auch empfehlen würde, was ich auch sehe dann in der im Storytelling um die Frau. Genau. Was kommt noch dazu? Ich glaube, das kommt bestimmt noch wahnsinnig viel dazu. Es ist wahnsinnig viel, es ist extremst umfangreich. Und ich frage mich gerade, ist ein bisschen suggestiv, ja, oder rhetorische Frage, aber kann man auch ohne PR-Beraterin erfolgreich sein? Weil wenn ich höre, was das alles braucht, empfiehlst du eine PR-Beratung erst ab einer gewissen Positionierung oder direkt von Anfang an einer Gründungsidee? Ab wann kommst du ins Spiel und sagst so, jetzt hier ohne PR-Beratung empfehle ich dir eigentlich nicht weiterzumachen? Also es kommt immer total drauf an, ne? Also es gibt wahnsinnig viele tolle Beispiele von Gründerinnen, die zum Beispiel gar nicht mit einer PR-Agentur oder mit einer PR-Beraterin auch interne PR zusammenarbeiten, sondern die das selber auch machen können und da auch das Netzwerk haben, die Kontakte haben. Das finde ich total gut und ich glaube, jeder muss es auch für sich selber so ein bisschen rausfinden. Ne? Bei mir ist es so, dass die Kundinnen, die ich habe, die wollen einfach diese Unterstützung und die wollen da auch eine Expertin haben, die da an der Seite ist und die mit ihnen diesen Weg geht. Und das, da freue ich mich natürlich total drüber. Ich freue mich aber über jeden, dem ich auch vielleicht nur einen Anstoß geben kann und der das auch selber machen kann. Also das finde ich auch total. Das heißt, ist es möglich, das selbst zu machen? Ja, auf jeden Fall, total. Klar. Glaube ich auf jeden Fall. Also es ist halt, ne, man muss halt Lust dazu haben, ne? Man muss halt Lust dazu haben, Leute anzuschreiben, man muss halt irgendwie Lust dazu haben, da zu recherchieren, zu gucken, wo passe ich rein, was könnte irgendwie gut für mich sein. Und dann muss man sich vielleicht auch trauen, ja, da irgendwie den ersten Schritt zu machen und vielleicht eine Redakteurin und Journalistin, einen Journalisten anzuschreiben. Manche sagen auch, da habe ich irgendwie gar keine Lust zu, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, wie soll ich die anschreiben, wie soll ich das angehen. Da kann ich natürlich super helfen, weil ich mache das einfach seit vielen, vielen Jahren und deswegen habe ich da überhaupt gar keine Berührungsängste und habe auch im Laufe meiner Karriere auch schon erfahren, dass jemand gesagt hat, so, ach nee, Frau Redeker, sorry, aber das Thema bei mir, Sie sind hier ganz falsch, ne? Ich lege mal direkt wieder auf und dann denkst du so, oh mein Gott, warum, was, wie, ich habe mich doch informiert und eigentlich müsste es doch super passen und das passiert mir, hat es mir natürlich auch schon passiert, wie das halt so ist, glaube ich, in jedem Job, ja, es gibt immer die und die Varianten, aber ich glaube gerade, wenn man es halt schon lange gemacht hat und da sich drin wohlfühlt, dann kann man da gut unterstützen. Aber auch wenn man es noch nicht so lange gemacht hat und da sich mit wohlfühlt, jemanden vielleicht anzuschreiben, den man vorher noch nie getroffen hat, ist es doch super. Also dann kann man das gut machen. Und wenn man vielleicht nur mal so kleine Tools braucht, kann man sich auch einen Workshop buchen. Ah, du gibst auch Workshops, meine Liebe. Ja, Mensch. Kurz erzähl doch mal was. Wie sehen so Workshops aus? Gib doch mal ganz kurz. Also erstmal muss ich vielleicht sagen, dass so dieses Thema, warum ich darauf gekommen bin, einen Workshop zu entwickeln, war, dass ich ganz stark das Bedürfnis hatte, irgendwie mein ganzes Wissen weiterzugeben. Ja? Und ich habe immer auch irgendwie gehofft, dass ich vielleicht irgendwo auch meinen Lehrauftrag kriege. Ja? Das war immer so ein großer Traum von mir, einfach zu zeigen, was man irgendwie alles machen kann, auch mit nur kleinen Mitteln. Und dann, da was bis jetzt noch nicht passiert ist, habe ich dann im letzten Jahr gesagt, okay, ich setze mich jetzt mal da dran, habe mir auch eine Unterstützung geholt, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wie man sowas aufsetzt, ne, wie man irgendwie einen Workshop gestaltet und da überlegt, was ist eigentlich, was man braucht und was für Tools man jemandem an die Hand geben kann und habe jetzt so 5 Module entwickelt.
mit denen man danach, wenn die quasi durchlaufen sind, auch ganz gut selber für sich auch PR machen kann und da auch gut rausgehen kann mit. Ne? Man hat halt so ein Starter-Kit sozusagen danach. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Und auch dadurch, dass viele Gründerinnen, die auch ganz, ganz frisch noch sind, auf mich zukommen, die dann vielleicht auch gar nicht das Budget haben, sich jemanden an die Seite zu holen, denen auch eine Chance zu geben, was ja ein bisschen was von meinem Wissen mitzubekommen und es dann aber auch selber für sich einzusetzen. Und das kommt ganz gut an bis jetzt. Super. Wir werden auf jeden Fall in die Shownotes packen, wo und wie man dich adressieren kann, um so einen Workshop mit dir machen zu dürfen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du hast eben was angesprochen, was ich auch spannend finde, als du gesagt hast, Social-Media-Kanäle. Ne? Also du platzierst bei anderen Kanälen. Gibt es irgendwelche Kanäle, wo du sagst, das ist ein Must-Have, wenn wir über Personal Branding sprechen? Oder sagst du, das ist immer abhängig von dem Produkt oder von dem, wofür die Person steht? Ja, das ist eine sehr, sehr gute und auch, glaube ich, sehr viel diskutierte Frage, die ist schwer zu beantworten. Also meine spontane Antwort wäre immer, du kannst nur auf einem Kanal für dich, also nur deine Personal Brand oder dich selber darstellen oder nach außen tragen, wo du dich auch richtig wohlfühlst. Ja? Also wenn du zum Beispiel Instagram cool findest und gerne Bilder von dir postest oder gerne Grafiken machst und so weiter und das irgendwie gut findest, dann bist du da zu Hause. Andere sind vielleicht eher bei LinkedIn zu Hause oder bei Twitter oder ne, was es auch sonst noch alles gibt. Ich finde halt, das Wichtigste ist, dass man sich da wohlfühlt und dass man da Lust zu hat und da, weil dann kannst du auch nur authentisch sein. Die andere Meinung ist aber auch, dass man sagt, okay, wo ist denn meine Zielgruppe? Ja, auf den Kanal muss ich natürlich. Ne? Im besten Fall sind das die Kanäle, auf denen ich mich auch wohlfühle. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich fühle mich wahnsinnig wohl auf Instagram. Ob da jetzt meine Zielgruppe, die ich irgendwie ansprechen will, unbedingt ist, ja, vielleicht könnte ich sie über LinkedIn besser ansprechen, aber trotzdem ist das mein Kanal. Also trotzdem fühle ich mich da richtig wohl und deswegen mache ich das auch. Also wenn jemand das ausprobieren möchte, dann sollte man auf jeden Fall dahin gehen und gucken, wo man sich halt wohlfühlt. Und finde ich einen total wichtigen Punkt, Enrique, weil es ist ja auch gerade so dieses ganz am Anfang, ne, du hast eben gesagt, Gründerinnen, die ganz am Anfang stehen, haben vielleicht noch gar nicht so klar ihre Zielgruppe. Gut, wenn du jetzt ein Produkt hast, ne, dann kannst du es leichter davon ableiten. Aber wenn es noch nicht so spitz ist, und es kommt manchmal ja auch so erst so in den ersten Gründungsjahren, so wenn ich an meine Erfahrungen denke, dann ist es vielleicht ganz gut, tatsächlich erstmal zu gucken, wo fühle ich mich wohl und sich darin auszuprobieren, oder? Und dann zu schauen, wer reagiert eigentlich, wo ist die Resonanz am stärksten? Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich immer empfehlen. Und ich glaube, man muss dabei auch immer im Hinterkopf haben, jetzt sage ich jetzt nochmal was, also ich halte zum Beispiel gar nichts von Personal Branding Strategien, ja, die man sich irgendwie aufbaut fürs nächste Jahr, was man so, also ich glaube immer, man wächst halt selber mit der Personal Brand, ja, also das kann sich immer verändern und das sagt ja auch schon das Wort, das ist halt was Persönliches, ja, also es geht um dich, ja, aber du veränderst dich ja auch. Das heißt, wenn du dir irgendeine Strategie vorlegst für die nächsten 6 Monate zum Beispiel und du dich in der Zeit aber veränderst, was anderes machen möchtest, vielleicht nochmal eine Ausbildung machst oder irgendwas ganz sein lassen willst, was du vorher gemacht hast, ja, dann passiert das natürlich auch. Deswegen, du wächst in deiner Personal Brand. Das finde ich total wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, authentisch sein ist der Schlüssel, ja. Du kannst selber entscheiden, was du sagen möchtest und wem du es sagen musst. Ich sage auch immer, nicht jeder oder jede muss alles wissen. Ja, du kannst es für dich selber entscheiden, was du nach draußen geben möchtest. Das finde ich auch super wichtig, dass man nicht so in dieses Denken kommt, so, oh ja, ich muss dann immer so viel von mir preisgeben und so, wenn ich mein Personal Branding aufbauen will. Nee, also man ist so, wie man ist und man kann entscheiden, was man nach draußen gibt. Das sind, glaube ich, so 2 Punkte, die eine total große Rolle dabei spielen.
Und nicht zu vergessen, dass es halt was Persönliches ist. Ja, und ich finde es super wertvoll, dass du das sagst, weil ich glaube, dass es ganz viele gibt, die eben tatsächlich dieses 6 Monate oder was weiß ich wie 12 Monate Programm für sich haben und sagen, so, das muss ich jetzt machen und sich dann quasi in so Schubladen reinlegen und irgendwann merken, dass sie sich damit gar nicht mehr wohlfühlen. Wie ist das für dich? Also ich stelle mir dann vor, dass das wirklich ganz viel Flexibilität von dir abverlangt, ne? Wenn du da jemanden hast, der sich parallel verändert und du aber als ja, die PR-Beraterin weiter empfiehlt. Also wie häufig, wie eng ist der Kontakt zwischen dir und deinen Kundinnen da, auch immer wieder die Vision und die Mission abzugleichen? Ist das was, was ihr regelmäßig macht oder wie machst du das? Also im Kontakt sind wir sehr regelmäßig. Also ich habe auch zu meinen Kundinnen ein sehr enges Verhältnis. Also da würde ich sagen, wir können uns sehr gut und sehr offen austauschen, was auch total wichtig ist, wenn man natürlich über jemand anderen auch spricht. Ja, da muss man irgendwie einfach auch gut Bescheid wissen. Und dass wir irgendwie uns mal angucken, in welche Richtung wir gehen, das mache ich mit manchen einmal im Jahr. Ja, das ist dann auch okay. Mit manchen mache ich das einmal im Monat oder alle 2 Monate. Es kommt dann auch immer darauf an, ja, was du auch gerade gesagt hast, ne, wie sich was entwickelt, was vielleicht neu dazukommt, was abgestoßen wird und so weiter. Aber ich finde, dass ein enger Austausch ist für mich sehr, sehr wichtig. Und gibst du auch Feedback? Also wie oft kommst du in eine Situation, dass du sagst, no way, das ist der total falsche Weg, lass das mal. Oder vielleicht auch intervenieren musst, wenn jemand deine Kundin anspricht und du sagst, nee, die Frage beantworten wir nicht. Also machst du auch sowas? Beides finde ich ganz spannend. Mach ich tatsächlich auch. Ich muss gerade an ein Beispiel denken. Das ist aber, das kommt aus meiner Agenturkarriere, wo dann wurde eine Frage gestellt, die wirklich gar nicht ging und da bin ich nicht über den Tisch gekrabbelt, sondern der PR-Beauftragte von der Firma selber. Ich glaube, da muss man... Was war es für eine Frage? Ich bin neugierig. Damals ging es um Puma und es hatte halt natürlich was mit Fashion und mit einem neuen Schuhmodell zu tun. Und dann wurde aber was zu Kinderarbeit oder irgendwie sowas gefragt, was halt überhaupt gar nicht in den Kontext passte. Und da muss man dann schon mal Stopp sagen. Also das finde ich auch richtig, ne? Weil es werden ja auch auf dem Vorfeld auch Themen besprochen, die man abkaspert in so einem Interview. Und da sollten sich auch beide Seiten dran halten, weil man ja auch irgendwie was weitergeben will, ne? Und was erzählen will, was irgendwie inspiriert. Genau, aber jetzt, ich muss sagen, jetzt bei meinen Kundinnen, das sind alles irgendwie so coole Stories, ja, das will jeder hören, da will jemand irgendwie, jeder irgendwie Interviews führen und will jeder ein Teil von sein. Und da habe ich das jetzt bis jetzt noch nicht gehabt. Ich gebe schon auch viel Feedback, ne? Vor allem, wenn ich Sachen sehe, die irgendwie richtig super gelaufen sind, finde ich ganz wichtig, dass das zurückgespielt wird, dass man da auch weiß, okay, das ist der richtige Weg. Genauso sage ich aber auch, ne, da würde ich jetzt mal was anderes sagen. Beim nächsten Mal lass uns da nochmal reingehen und gucken, was du da vielleicht als Antwort auch nochmal besser sagen könntest. Da bin ich schon auch sehr nah dran an meinen Kunden, auf jeden Fall. Ja. Wow, großartig. Erzähl uns nochmal was zum Netzwerk, also beziehungsweise auch zu, du bist Mitgründerin von The Her Club, nee, Club sagt ihr, The Her Club, ist immer so deutsch-englisch, was nehme ich jetzt. Erzähl uns ein bisschen was dazu und so, wie kann jemand zur Netzwerkerin werden, die eigentlich vielleicht so ein bisschen schüchtern und introvertiert ist? So, hast du da einen Tipp für? Ja. Also erstmal zu The Her Club. Wir sind jetzt schon ein bisschen länger, schon 4,5 Jahre in Berlin unterwegs und haben uns jetzt aber nochmal neu gefunden. Wir, das sind Birgit Amelung, Susanne Sitte und ich. Wir haben das zu dritt gegründet, beziehungsweise jetzt einen großen Relaunch gemacht und wir sind ein Netzwerk, was vor allem so Schlagwörter hat wie Herzlichkeit, Empathie, Emotionen,
Humor, Real Talk, ja, wir wollen eine Inspirationsplattform sein für Frauen, wir wollen Impulse geben und Hacks und Tools, wie man sich irgendwie durchs Leben schlagen kann für inneren Wachstum, das ist uns total wichtig und wir sagen auch über uns selber, dass wir sehr community-powered sind, also wir machen viel mit der Community zusammen, also die Sachen, die so, ja, die entstehen, die, wir haben verschiedene Formate wie Workshops und Talks und eigentlich auch schöne Events, ja, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, die entstehen sehr viel aus der Community auch heraus, ja, dass Frauen auf uns zukommen, die bei uns in der Community sind, die von uns gehört haben, die sagen, hey, ich habe irgendwie ein gutes Thema, kann ich mal mit euch, können wir irgendwie mal was zusammen machen, wenn wir irgendwie eine, letztes Jahr haben wir zum Beispiel eine größere Kampagne gemacht, ja, wo dann auch 8 Frauen in der Community mit Testimonials waren, das ganze Team, was diese Kampagne gewuppt hat, waren Frauen aus der Community, ja, vom Styling über Catering, über Fotografin, über Helping Hands, ja, was irgendwie so alles dazugehört. Das war alles, ja, aber halt kam halt alles aus der Community und das ist für uns total wichtig und das unterscheidet uns auch von anderen Netzwerken, dass wir halt einfach sehr, ja, das sehr irgendwie alles zusammen machen und ja, sehr herzlich und sehr bunt sind. Genau. Und die zweite Frage war jetzt, wie kann man, der introvertiert ist oder der vielleicht gar nicht so gerne auf andere zugeht, wie man da netzwerken kann. Es gibt. Genau, wenn du schüchtern bist. Genau. Ich glaube, es ist gut, sich auf jeden Fall dann einer Community oder einem Netzwerk anzuschließen. Es gibt ja, also es gibt uns, es gibt auch ganz viele andere tolle Netzwerke in Deutschland, die da, glaube ich, sehr unterstützend sein kann, vor allem, wenn man auch erstmal so ein bisschen die stille Zuhörerin sein möchte und sich angucken möchte, was die anderen so machen. Aber man ist dann auf jeden Fall auch schon Teil davon, ja. Das finde ich ist immer ein guter erster Schritt, um zu beobachten, was die anderen so machen, auch gerade in so einem geschlossenen Netzwerk. Und dann, wenn man vielleicht jetzt auch gerade auf einem Event, das es ja im Moment eh nicht gibt, aber irgendwann ja wieder geben wird, nicht gerne auf andere zugeht, ist es vielleicht auch gut, vielleicht auch mal jemanden einfach anzuschreiben. Ja, also das habe ich zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren, im letzten Jahr mal verstärkter, weil man irgendwie auch zu Hause war, gemacht, dass ich einfach Frauen, die ich cool finde, einfach angeschrieben habe und gesagt habe, so, hey, ich weiß, wir kennen uns noch nicht, aber ich finde dich irgendwie super spannend, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal austauschen, irgendwie das und das wären Sachen, die mich irgendwie interessieren würde oder was man irgendwie machen könnte. Und da habe ich eigentlich gar keine Absage bekommen. Also klar hat mal jemand gesagt, ich melde mich dann irgendwie in 2 Monaten nochmal, was dann auch passiert ist, aber es hat niemand gesagt, nee, sorry, habe ich keinen Bock drauf, ne? Und ich glaube, das ist nochmal so ein Weg, wo man, wenn man ja vielleicht mal mit jemandem nur telefonieren möchte, wo man irgendwie schon mal nach draußen gehen kann. Weil wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, in Netzwerk einzutreten oder sich auch zumal zu gucken, was es so um einen herum gibt. Ne? Also du hast vorhin schon gesagt, ich singe bei den grölenden Girls. Ja, wir sind 22 Frauen. Und sind ein super starkes Netzwerk, ja, also da wir schustern uns Wohnungen zu, wir geben Tipps, egal was irgendwie ist, wird in dieser Gruppe gefragt. Ich habe eine Kundin schon darüber bekommen, weil ich da empfohlen wurde, also das gibt es natürlich auch überall, so diese kleinen Netzwerke, ja, es muss nicht immer irgendwie was Großes sein, sondern was gibt es vielleicht bei dir um die Ecke, was irgendwie spannend für dich sein könnte. Und wenn du nichts findest, dann gründe selber was. Yes, super, großartig. Und da direkt hinten dran schließen, einfach machen, oder? Einfach ausprobieren. Du sagst, ihr habt auch gerade einen Relaunch gemacht und du veränderst dich als persönliche Marke, aber genauso auch als Netzwerk oder Community oder Organisation und da einfach mit dem Wachstum gehen, oder? Mit der Veränderung sein. Ja, auf jeden Fall. Schön. Total wichtig, ja. Meine Liebe, guck mal, die Zeit rast, aber ich habe dir versprochen, ja, dass wir on time bleiben. Du weißt, dass ich dich noch viel mehr fragen könnte. Und wir machen vielleicht auch noch mal eine zweite Folge, wenn du irgendwas hast, wo du noch mal mehr den Fokus drauf lenken willst. Mir ist ganz wichtig, alle, die jetzt hier zuhören und Frauen sind, also Männer nach wie vor herzlichst willkommen, ihr dürft Henrike vielleicht auch mal anschreiben, aber alle, die Frauen sind,
Genau, guckt euch an, The Her Club, und schließt euch der Community an. Es ist wirklich absolut inspirierend und sehr, sehr vielseitig. Das finde ich auch noch so schön. Mhm. Und jede Frau ist herzlichst willkommen. Und wenn es um das Thema PR-Beratung geht, ist Henrike eine Expertin und die gleichzeitig mit ganz viel Leidenschaft, Herz und Empathie sehr individuell, sehr persönlich begleitet. Und wenn es nur, wie du gesagt hast, ein Workshop ist, ein Impulsgeber und dann so eine, ja, weiß ich nicht, eine Begleitung machst mit größeren Abständen oder sehr eng mit Handtasche halten, direkt an der Kundin dran ist. Gibt es noch etwas, was du unserer Gedankendealer-Community mitgeben möchtest? Der letzte Satz gilt dir. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für diese schönen Abschlussworte. Freue ich mich total drüber. Ich glaube, das, was wir vorhin schon gesagt haben, seid offen und probiert aus und guckt einfach, wo ihr euch wohlfühlt. Und gerade wenn es um das Thema Personal Branding und Netzwerken geht, ist das einfach das absolut Wichtigste. Man muss sich da wohlfühlen und dann läuft das. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn wir dann jetzt ganz bald tatsächlich in Berlin auf einen Kaffee to go spazieren gehen. Super gerne. Super gerne. Meine Liebe, ich sage danke. Liebste Grüße hier aus noch Gran Canaria mit der Sonne hinter mir. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über Fragen, Kommentare, Feedback. Und wenn du Henrike persönlich kennenlernen möchtest oder ihrer Arbeit folgen möchtest, dann werden wir auch das in die Shownotes packen. Und ansonsten darfst du unseren Kanal natürlich auch gerne abonnieren und weiterempfehlen für die Menschen, wo du das Gefühl hast, das ist genau das, was die hören oder sehen sollten. Alles Liebe von uns beiden. Tschüss. Bis dann. Ciao.